Das Kino war als gemeinschaftlicher Ort, wo Menschen zusammenkommen und gemeinsam erleben, immer ein Ort auch, um Debatten zu führen und um in Austausch miteinander zu kommen. Wir lassen es zu. 2. Wir sind stark. 1. Wir sind frei. Take off. Jupiter erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, deren Familie Teil einer kosmischen Sekte ist und die sich entscheiden muss, ob sie mit ihrer Familie zu einer höheren Existenz auf dem Jupiter reisen will oder dem turbulenten Leben auf der Erde entgegentritt. Ich finde, es ist Coming of Age inhaltlich vor allem in der Situation, dass wir, wenn wir erwachsen werden, wenn wir vom Kind zum Erwachsenen reifen, einen Augenblick haben, wo wir plötzlich das Weltbild der eigenen Eltern in Frage stellen. Und ich erinnere den als recht schmerzlichen Moment auch, wo, solange wir Kind sind, die Mutter immer recht hat mit dem, wie sie die Welt erklärt, und auch der Vater immer der stärkste Mann der Welt ist. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo wir als Menschen anfangen, das in Frage zu stellen und auch einen anderen Weg zu gehen. Und da gibt es kein Zurück mehr. Das ist eine Einbahnstraße. Und das widerfährt auch dieser Hauptfigur, glaube ich. Aber es ist eigentlich ein Prozess, den wir alle durchgemacht haben. Ich erinnere mich, dass ich schon in meiner Kindheit so Gottesdienste ganz befremdlich fand, wenn so Leute gleichzeitig aufstehen und im Chor sprechen. Und diese Uniformität fand ich immer irgendwie beängstigend. Und irgendwie haben mich immer schon eben diese Glaubensgruppen interessiert. Und dann habe ich beobachtet, dass halt überall auf der Welt sich immer mehr Weltbilder formen und neue sektenähnliche Gruppen. Ich habe ganz viele Reden von, weiß ich nicht, Donald Trump, von vor allem Politikern der AfD verfolgt und versucht zu verstehen, wie die sprechen und wie die es schaffen, so viele Leute für ihre skurrilen Weltbilder zu begeistern. Und gleichzeitig wollte ich aber kein konkretes Beispiel verhandeln, sondern wollte es eben abstrahieren, um einen anderen Zugang zu ermöglichen. Zu sagen, ja okay, aber das sind irgendwelche Idioten oder das sind alles Arschlöcher, nur weil die Arschlochideen haben. Das ist zu einfach und das ist auch gefährlich, weil man sich dann sehr sicher fühlt, dass uns das nicht passieren kann. Und ich glaube, an dieser Gewissheit wollte ich rütteln und sagen, ja, aber schau mal, das sind Leute wie du und ich, die sind halt irgendwo mal falsch abgebogen oder die hatten irgendwo mal Pech. Die waren irgendwo an einem Moment mal schwach und verletzlich, da hat man sie weggeschnappt.